Daniel Günther, ohne Frage für Sie ein überragendes Ergebnis. Die Regierungsbildung wird jetzt aber nicht einfach. Sind Sie zuversichtlich, dass Sie auch der nächste Ministerpräsident werden? Oder wird Wolfgang Kubicki Ihnen ein Stück weit in den Rücken fallen und doch die Ampel wollen? Nein, das wird er nicht tun, denn die CDU hat nun wirklich eindeutig den Regierungsauftrag. Wir liegen 7 Prozentpunkte vor der SPD. Das hätte man vor 6 Wochen nicht für möglich gehalten. Da lagen wir noch genauso hoch zurück. Also es ist ein klarer Wählerauftrag, den wir bekommen haben. Aber eine Regierungsbildung ist immer ein bisschen kompliziert. Wir wollen auch unsere Inhalte durchsetzen. Und von daher werden da noch Gespräche geführt werden müssen. Aber ich bin optimistisch, dass die nächste CDU-Landesregierung auch von mir angeführt werden wird. Eventuell könnte es ja auch für Schwarz-Grün reichen. Das wäre dann aber hauchdünn möglicherweise. Würde Ihnen das reichen? Darüber will ich heute nicht spekulieren, weil wir einfach nicht wissen, wie das Ergebnis am Ende wird. Ich habe immer gesagt, mein Wunsch-Koalitionspartner ist die FDP. Wenn es dafür nicht reicht, sind die Grünen für mich immer Ansprechpartner. Und ich denke, angesichts des Ergebnisses heute Abend ist eine große Koalition wirklich das, was am allerletzten überhaupt möglich wäre. Denn die SPD ist so krachend abgewählt, dass es wenig Sinn macht, mit den Verhandlungen im Moment zu führen. In den 33, möglicherweise 34%, wie viel Daniel Günther steckt da drin und wie viel bunte Interview von Thorsten Albig? Also es steckt, glaube ich, ziemlich viel CDU insgesamt drin, auch eine Gemeinschaftsleistung. Die Kanzlerin hat uns groß unterstützt. Natürlich hat der Spitzenkandidat auch einen Beitrag dazu geleistet, aber wir haben einfach einen richtig guten Wahlkampf geführt, ganz viele Unterstützer gehabt. Ich habe selten so eine große Aufbruchsstimmung erlebt wie bei uns in den letzten Tagen. Von daher ist es schon wirklich ein CDU-Ergebnis, dass wir so gut abgeschnitten haben. Was qualifiziert Sie als Ministerpräsident? Sind Sie schon reif dafür? Weil auch in der Union ja viele sagen, starker junger Politiker, aber vielleicht ein bisschen früh? Ich glaube nicht, dass es zu früh ist. Wir haben heute Abend die Wahlen in Frankreich. Der Gewinner dort ist 39, ich bin 43. Und ich finde, wer mit 39 französischer Präsident werden kann, dann kann ich auch Ministerpräsident in Schleswig-Holstein mit 43 werden. Kurzer Ausblick, wann glauben Sie, steht eine Regierung? Ich will da keine Prognose abgeben, aber ich möchte schon so schnell wie möglich. Wir haben gesagt, anpacken statt rumschnacken. Und das heißt, dass wir auch möglichst schnell eine Regierung bilden wollen, um die Probleme Schleswig-Holsteins anzupacken. Herzlichen Dank, Daniel Günther. Vielen Dank auch.